Als stolzer Gartenbesitzer oder Gartenbesitzerin wird man irgendwann vor der Entscheidung stehen, soll man einen Apfelbaum pflanzen? Die Tendenz geht ganz klar zum Apfelbaum. Und deshalb machen wir heute keine Tomatenverkostung wie im Sommer so häufig, sondern wir probieren für euch einfach mal 5 Apfelsorten, und zwar solche Apfelsorten, die man normalerweise nicht im Supermarkt bekommt. All diese Apfelsorten wachsen neben 30 anderen Sorten in der kleinen Obstplantage von Marcel, in der Gartenoase hier. Und das sind so, da haben wir jetzt einfach mal 5 ausgesucht. Einfach so nach dem Zufallsprinzip. Ein paar schon, weil sie besonders gut schmecken. Und ja, die probieren wir heute mal. Und der Marcel erzählt euch so ein bisschen die Besonderheiten von dem Apfel. Das soll jetzt keine komplette Sortenvorstellung werden, sondern einfach mal euch vielleicht einen Anreiz geben, falls ihr mal irgendeine Apfelsorte in eurem Garten pflanzen wollt, dann vielleicht nicht unbedingt die zu nehmen, die sowieso im Supermarkt ständig zu kaufen gibt, also Granny Smiths und es gibt Koks Orangen, das was du eh überall kriegst. Und zwar, wir haben 5 Sorten. Das ist einmal der Winterrambur, den Topaz, den Finkenwerder Herbstprinz, Revena und Prima. So, womit sollen wir anfangen? Ja, fangen wir gleich hier beim Winterrambur an. Ja, das ist der rheinische Winterrambur, also hier eigentlich eine mehr oder weniger lokale Sorte. War 1650 schon bekannt hier. Ist ein sehr robuster Apfel. Pflückreife eigentlich erst Mitte Oktober, Genussreife eher Dezember. Das sollten wir vielleicht mal erklären. In jeder Apfelliteratur, aber auch schon bei den Obstbaumanbietern, stehen meistens 2 oder 3 Angaben. Das eine ist die Pflückreife. Die sagt aus, wann der Apfel pflückbar ist. Dann die Genussreife, die kann von sofort beim Pflücken bis einige Monate später angegeben sein. Das heißt einfach, dass der Apfel sein ganz typisches Aroma erst dann entfaltet, wenn irgendwelche Abbau- oder Umbauprozesse von, ich denke, irgendwelchen Saccharoden stattgefunden haben. Keine Ahnung. Ja, Stärke wird zu Zucker umgebaut, Säuren werden abgebaut. Genau. Und dann haben wir natürlich noch die Lagerfähigkeit, die ist auch mal ein bisschen anders angegeben. So, schauen wir uns diesen Apfel mal an. Glänzt sehr schön. Und da hast du mir gesagt, da kommen Kunden zu dir und sagen, ja, sind die gewachst? Ja, also es gibt ja Äpfel, die werden tatsächlich gewachst. Das sind so meistens so diese Modesorten, ne? Die fällt jetzt gerade gar nichts ein, aber die immer schön so irgendwie gehypt werden, so, die dann jeder haben will. Da wird tatsächlich so ein künstlicher Wachs drauf gemacht. Es gibt aber auch gerade die alten Sorten, die Lageräpfel, die entwickeln von alleine so einen Wachsüberzug. Als Schutz. Als Schutz. Ich kenne das aus dem Bergischen Land, von meiner Tante, wo ich als Kind war. Im Erdkeller, wenn man dann Ostern die ganz verschrumpelten Äpfel hatte, konnte man richtig mit dem Fingernagel den Wachs runterkratzen. Und dann habt ihr Kerzen daraus gedreht. So ungefähr, ja. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Und wir haben hier tatsächlich Kunden gehabt, die haben sich beschwert, dass sie gewachst wären. Aber das ist einfach sortenbedingt ganz normal. Gut. Wie man jetzt hier sehen kann, da war wohl ein Wurm drin und daran sieht man, du hast nicht gespritzt, ne? Wir haben hier gar nichts gespritzt, nicht gegen Pilze, nicht gegen Insekten, haben dadurch natürlich einen relativ hohen Ausschuss, die dann verwurmt sind. Sortieren wir normalerweise aus, sofern wir es erkennen, aber manchmal sieht man es nicht immer. Der sah jetzt von außen tipptopp aus und trotzdem war ein Wurm drin. Heißt aber nicht, dass man dann die nicht befallenen Stellen nicht essen könnte. Gut. Wann ist bei dem die Pflückreife? Ja, hatte ich ja eben gesagt, Mitte Oktober ungefähr. Wir haben jetzt schon gepflückt. Dieses Jahr ist ja sehr warm gewesen. Dieses Jahr ist alles wieder mal ein bisschen anders. Ich denke aber, die Genussreife wird trotzdem noch nicht da sein. Das heißt normalerweise ab Dezember. Er wird wahrscheinlich noch ein bisschen sehr sauer sein. Das hält uns jetzt aber nicht davon ab, den mal zu probieren. Wir probieren ihn trotzdem. So, ein wurmfreies Stück. Bitte sehr. Okay. Der ist nicht sauer. Sauer ist er nicht mehr, aber man merkt, die Stärke ist noch da. Wobei mich das jetzt nicht stört. Stören tut das gar nicht, aber ich denke mal, er wird, wenn er ein bisschen im Lager liegt,
wird dann noch was süßer werden. Aber schönes Aroma, schmeckt gut. Schale relativ fest. Habe ich aber dieses Jahr festgestellt, ist bei sehr vielen Sorten so. Das wird mit der Hitze dieses Jahr, also mit dem wie bei den Tomaten. Wie bei den Tomaten genau das Gleiche. Es folgt eine Sorte, die hört auf den schönen Namen Finkenwerder Herbstprinz. Das ist ein Herbstapfel. Okay. kann man von ausgehen. Pflückreife wird normalerweise ab Ende September angegeben, Genussreife ab November. Wir haben schon abgemacht, dieses Jahr alles wieder etwas früher. Da würde ich auch schon sagen, Genussreife ist schon voll gegeben. Du hast auch schon Kundenresonanz bekommen, ne? Wir haben eine sehr positive Resonanz. Die haben wir dieses Jahr zum ersten Mal in etwas größerer Menge ernten können. Ein richtig schöner, aromatischer, würziger Apfel. Knackig, saftig. Ja, schneid super. Mal ab. Schale deutlich dünner. Ein bisschen von der Stärke ist auch noch da, also wird wahrscheinlich auch noch etwas süßer werden, wenn er noch ein bisschen lagert. Aber gut essbar schon. Obwohl Genussreife, wie gesagt, eigentlich erst später angegeben ist. Aber ja gut, was heißt Genussreife? Genussreife ist ja immer wieder sowas, wo andere dann sagen, da schmeckt er am besten. Aber das ist natürlich auch immer so ein persönlicher Geschmack. Andere mögen die ein bisschen saurer und nicht so süß, etwas mehliger, fester. Ist halt immer unterschiedlich. Ja, genau. Also wir hatten letztens eine Kundin, die wollte einen sauren Apfel. Und dann, da wir keinen sauren da haben, habe ich gesagt, okay, ich hole mal von dem Topaz welchen. Das ist gleich der nächste, den wir hier haben. Der ist noch nicht so weit. Also er hat die Genussreife eigentlich noch nicht. Ist dadurch noch relativ sauer. Ja, der eine mag es, der andere mag es lieber ein bisschen anders. Ne? Auch ein sehr hübscher Apfel. Wann ist denn die Pflück- und die Genussreife für den hier angegeben? Ja, ist auch so Ende September ungefähr angegeben, Pflückreife, Genussreife, dann November, Dezember anfangend, relativ gut lagerfähig. Also so ein richtiger Weihnachtsapfel dann. Ja, wird gerne, es ist ein sehr robuster Apfel, wird gerne im Bio-Anbau genommen, eigentlich auch schön würzig, aromatisch. Ja, jetzt halt noch wahrscheinlich ein bisschen sauer, aber probieren wir mal. Lustig, kein bisschen sauer, aber extrem saftig. Extrem saftig. Also die Säure, die ist jetzt auch schon wieder 10 Tage gepflückt. Hat sich in der Zeit schon abgebaut. Wunderbar, also richtig knackig, saftig. Also muss man nicht unbedingt immer auf diese Angaben gehen, Genussreife, Pflückreife und so weiter. Aber ist erstmal ein guter Anhaltspunkt. Ja, ist ja auch immer die Frage, wo ist das Anbaugebiet? In den wärmeren Gebieten wie bei uns ist es etwas früher. In kälteren Gebieten etwas später, also Hamburg, altes Land, wahrscheinlich alles 3-4 Wochen hinter uns. So. Okay, na, dann haben wir jetzt hier einen Apfel, der heißt Prima. Ob er auch so schmeckt, sehen wir jetzt. Aber ich glaube, Prima hat was mit der Pflückreife zu tun, ne? Genau, also Prima nicht, weil er Prima ist. Okay, das ist er auch, aber weil Prima von also ein sehr früher Apfel, ein früher Herbstapfel. Wird jetzt auch schon richtig vollreif sein. Pflück- und Genussreife, ja, Anfang September. Also der wird schon ein bisschen weiter sein jetzt. Der ist jetzt sogar schon mehlig. Der ist mehlig. Wir haben eben einen gehabt, der war noch vollkommen in Ordnung. Dieser ist jetzt mehlig, also auch von Apfel zu Apfel, je nachdem wie er gehangen hat, mehr Sonne, mehr Schatten, ist es auch schon wieder unterschiedlich dann. Ne? Aber ein gutes Aroma. Aroma ist sehr schön. Ja, das ist ja bei Äpfeln wie beim Wein. Man könnte sich jetzt dazu hingeben und sagen, ja, da hat man noch so ein Ananas-Aroma oder irgendwas genau. Drin. Aber auch das schmeckt irgendwie Ostern, jeder anders. 42 Grad Fälle. Ja, genau. Letzter, der Revena. Jawohl. So, was weißt du denn darüber zu berichten? Also die Sortennamen, die mit Reh anfangen, ja. Das sind meistens Resistenzzüchtungen, also Reh von Resistenz. Und ist auch ein sehr robuster Apfel gegen die
gegen viele Pilzkrankheiten. Ja, ist ein Herbstapfel, also nicht ewig lagerbar, aber ich glaube bis... Moment. Spickzettel. Ja, hab alles schon wieder hier vergessen. Moment, wo ist es? Spätherbst war richtig, Lagerung bis Februar. Also ein bisschen ist möglich, aber halt nicht ewig. Ja, Februar ist ja schon nicht schlecht, oder? Ist schon nicht schlecht, aber wenn man überlegt, dass zum Beispiel so ein Golden Delicious, der wird teilweise 1,5 Jahre gelagert. Ja. Ernsthaft? Ja. Tiefgefroren? Nicht tiefgefroren, aber in diesen CA-Lagern, diese kontrollierte Atmosphäre, da wird der Sauerstoff entzogen, da wird gekühlt auf 0 oder sogar ganz zart unter 0 Grad. Was da aber keiner sagen kann, wie verhält es sich mit den ganzen Inhaltsstoffen? Werden die langsam abgebaut? Weil die Zellatmung geht ja trotzdem weiter. Wie viel ist in so einem lange gelagerten Apfel noch an Vitaminen drin? Ja, also die Zellatmung, der Stoffwechsel wird unheimlich runtergefahren. Also einmal durch diesen Sauerstoffentzug und dann aber auch durch die kalten Temperaturen. Aber trotzdem findet das noch statt. Es baut sich so nach und nach ab. Und bei diesen Äpfeln, die dann 1,5 Jahre gelagert wurden, wenn die dann rauskommen, also dieses Shelf Life, also die Lagerfähigkeit im Regal nachher im Verkauf, die ist dann ganz kurz. Also man merkt dann, nach einer Woche sind die Stiele schon weggetrocknet und nach ganz kurzer Zeit sind sie dann hin. Aber erstmal, wenn die aus dem Lager rauskommen, kann man fast keinen Unterschied sehen. Okay. Gut, dann lass uns den mal probieren. Ich glaube, das Rest hatten wir schon gesagt dazu. Ja, ein bisschen säuerlich, aber schön würzig. Ne? Und schön saftig. Und saftig auch, ja. Ja, 5 Sorten, die wir durchaus empfehlen könnten. Okay, eine Vorauswahl hatten wir schon getroffen bei den Sorten. Das sind alles Sorten, die könnt ihr irgendwo in der Baumschule bestellen, kaufen, wie auch immer. Du hast, glaube ich, Sorten da hinten, die sind so regional, die gibt es sonst nicht zu bestellen. Die haben wir jetzt extra mal rausgelassen. Gibt es aber auch, wenn ihr euch dafür mehr interessiert. Es gibt überall irgendwelche Pomologenvereine, manchmal beim NABU. Fragt einfach mal nach. Dann könnt ihr euch da sicherlich Edelreiser holen von diesen Bäumen, wenn sie sie nicht als fertige Bäume verkaufen und die dann selber auf irgendeine Unterlage veredeln, was nicht ganz einfach ist, aber da gibt es auch Videos zu auf anderen Gartenkanälen. Ja, oder wir machen mal eins. Wir machen mal eins. Wie heißt diese Unterlage? Irgendwas immer. Es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Unterlagen, die haben da verschiedene Wuchseigenschaften. In erster Linie geht es darum, ob jetzt ein Baum nachher groß werden soll oder klein bleiben soll und ein bisschen auch auf den Boden nachher abgestimmt. Du hast deine alle so veredelt, dass die als Spalierobst oder wie nennt man genau, den? Genau, also wir haben hier einen sehr schweren, sehr wüchsigen Boden und da habe ich eigentlich immer die Unterlagen genommen, die schwächsten, die ich kriegen konnte, um die Bäume eigentlich möglichst klein zu halten. Mhm. Gut, ja, Marcel, haben wir noch was über Äpfel zu sagen? Kommen vielleicht mal andere Apfelfilme noch, wie du sagst, veredeln vielleicht mal. Aber ich glaube, wir können auch gerne noch mal andere Sorten vorstellen, wenn euch dieses Thema wirklich interessiert, dann schreibt uns das mal in die Kommentare. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben, empfehlt den Kanal, schaut mal bei Marcel rein, bei Instagram, blende ich gerade ein. Gibt es auch hin und wieder ein schönes Bildchen, ja. Ja, zum Beispiel von deiner Banane, die gerade blüht. Und schon die ersten kleinen Früchte hat, ja. Wobei es dahingestellt ist, ob die noch reif werden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also. Aber du hast eine Idee, was man mit der Blüte machen können. Wir machen auf jeden Fall mal einen Film über die Banane, so wie bringt man Bananen in Deutschland zum Blühen und später wie überwintert man die, weil die überwintert diese Pflanze ja schon seit Jahren. Können wir auf jeden Fall mal einen Film drüber machen. Gut, damit würde ich sagen, ist dieses Video auch schon wieder zu Ende. Wir wünschen euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.